Er will den Menschen grenzenlose Verständigung ermöglichen. Etwas nie Dagewesenes erfinden. Er ist ein einfacher Taubstummenlehrer und beschließt, die Welt zu verändern. Er will Sprache in die Ferne übertragen mit einem neuartigen Gerät und entwickelt eine Technik, die unser Leben bestimmt. Besessen arbeitet er Tag und Nacht für eine Vision, woran selbst fähigste Köpfe nicht glauben. Doch mächtige Konkurrenten greifen ihn an. Er kämpft für seine Liebe und seine Erfindung, tritt den besten Ingenieuren seiner Zeit entgegen. Alexander Graham Bell und die Erfindung des Telefons. Heute ist es unvorstellbar, nicht zu jeder Zeit mit jedem auf der Welt telefonieren zu können. In Millisekunden rasen riesige Datenströme um den Erdball und ermöglichen die grenzenlose Kommunikation. Was heute selbstverständlich ist, war vor gar nicht langer Zeit noch ein fantastischer Traum. Es begann mit einem erbitterten Wettlauf im 19. Jahrhundert. 1879 in New York. Einer der größten Patentprozesse geht in seine heiße Phase. Alle warten gespannt auf die Aussage eines armen Taubstummenlehrers. Alexander Graham Bell wehrt sich verzweifelt. Der Erfinder Elisha Gray und die mächtige Western Union Telegraph Company behaupten, Bell habe ihre Erfindung gestohlen. Das Gericht muss entscheiden, wer der rechtmäßige Erfinder des Telefons ist. Denn es geht um die Industrie der Zukunft. Wenige Jahre zuvor ist die Telegrafie zwar zur Wundertechnik jener Zeit geworden, aber sie stößt schnell an ihre Grenzen. Denn immer nur eine Nachricht kann zur gleichen Zeit durch den Draht geschickt werden. Vor allem die Western Union Telegraph Company sucht verzweifelt einen Ausweg. Sie beherrscht in den USA das Telegrafiegeschäft. Ihre Gewinne sind gewaltig, aber sie wollen mehr. Die Kommunikation war durch diesen Engpass völlig eingeschränkt. Wenn man aber 4 oder 8 Nachrichten gleichzeitig verschicken könnte, wie würden dann erst die Einnahmen steigen? Das war der Western Union sehr viel Geld wert. Die größten Erfinder versuchen, das Problem zu lösen, wie Thomas Edison. Das Genie schafft es sogar, eine Maschine zu konstruieren, die 4 Nachrichten gleichzeitig verschicken kann. Aber die Western Union fordert bedeutend höhere Übertragungsraten. Da entschließt sich der unbekannte Bell, auch an diesem technischen Wettlauf teilzunehmen. Jeden Dollar gibt er besessen für seine nächtlichen Experimente aus. Bell glaubt fest daran. Es muss irgendwie möglich sein, mehrere Nachrichten gleichzeitig auf unterschiedlichen Frequenzen zu verschicken. Eine Hoffnung, deren Wurzeln tief in seiner Kindheit gründen. Schottland, 1855. Alexander Graham Bell erlebt als kleiner Junge mit, wie bitter es ist, wenn man andere nicht hören kann. Jeden Tag spielt er stundenlang Klavier für seine Mutter. Sie kann kaum einem Gespräch folgen, ist fast taub. Aber die Musik ihres Sohnes hört sie leise. Der Junge wünscht sich nichts sehnlicher, als ihr zu helfen. Schon Bells Vater versuchte, seiner Frau zu helfen. Er entwarf eine sichtbare Sprache auf dem Papier. In diesem weltweit einzigartigen phonetischen Alphabet steht jeder Buchstabe für eine bestimmte Zungenhaltung. Taubstumme können damit lernen, Laute nachzuahmen. Auch Sohn Alexander wird von der Idee in den Bann gezogen. 1870 wandert die Familie nach Amerika aus. Und hier erfährt Alexander Graham Bell von dem Telegrafieproblem. Sofort entschließt er sich, nach einer Lösung zu suchen. Zunächst aber findet der mittlerweile 24-Jährige eine Stelle als Taubstummenlehrer. Zu jener Zeit kommen taube Kinder oft als geisteskrank in Sanatorien. Bell hingegen entwickelt neue Lehrmethoden, die für ihn zugleich zum Schlüssel für eine neue Art der Nachrichtenübertragung werden.
Bell lässt die Kinder die Vibrationen seiner Stimme fühlen, die auf einen Luftballon treffen. Je nach Stimmhöhe vibriert der Ballon mehr oder weniger. Für die Kinder ein wunderbares Erlebnis. Bell fragt sich, warum soll man unterschiedliche Frequenzen nicht auch durch einen Draht schicken können? Er führte ein Doppelleben. Er hatte seine anstrengende Tätigkeit, bei der er die tauben Kinder unterrichtete und er lehrte auch im College. Daneben schuftete er nachts als Erfinder, der es mit seiner Entwicklung unbedingt zu etwas im Leben bringen wollte. Aber auch in einem Labor in Chicago ist ein Mann fest entschlossen, als erster die technische Lösung zu finden. Der erfolgreiche Erfinder und Telegrafie-Experte Elisha Gray. Er setzt Dutzende seiner Leute auf das Problem an. Es ist der Beginn eines gnadenlosen Wettlaufs. Denn Gray hat dieselbe Idee wie Bell. Auch er will viele Nachrichten auf unterschiedlichen Stromfrequenzen gleichzeitig durch einen einzigen Draht schicken. Heute sind längst Glasfasern an die Stelle des Kupferdrahts getreten. Und anstatt Elektrizität übermitteln Lichtimpulse die Information. Es beruht auf etwas, das Bell herausfand, aber auch Gray. Jede Frequenz besitzt eine einzigartige Wellenlänge. Schickt man mehrere Frequenzen durch eine Glasfaser, überlagern sich die Signale nicht. Und geeichte Empfänger können jedes ankommende Signal getrennt entschlüsseln. Dem Licht gehört die Zukunft. Wenn man vergleicht die Glasfaser mit dem Kupferkabel oder mit der Übertragung über die Luft, dann ist die Glasfaser natürlich das Medium, was perspektivisch die größten Bandbreiten bietet. Das heißt, es wird immer mehr optisch sein. Und es ist natürlich umso besser, je weniger man dann wieder rückwandelt in elektrische Signale. Also im Optischen bleibt. Noch aber sind 90% aller Haushalte über elektrische Kupferkabel mit dem Glasfasernetz verbunden. Jede Nachricht muss aufwendig in Lichtsignale gewandelt werden. In den Bell-Forschungslabors in Nürnberg suchen Ingenieure nach immer besseren Methoden für diese Wandlung. Hochleistungsprozessoren sind bisher die beste Möglichkeit. Sie verstärken auch Nachrichten im Glasfasernetz oder leiten sie in ein anderes Netz weiter. Ein umständliches Verfahren, für das die Industrie dringend eine Lösung sucht. Eine neuartige Technologie steht schon in den Startlöchern. Spiegel, kleiner als 1 Millimeter, sollen das Licht direkt ohne Wandlung weiterleiten. Die Forscher haben jahrelang an diesem Wunderwerk gearbeitet. Jeder der winzigen Spiegel wird rein mechanisch bewegt. Zukunftstechnologie, die dringend gebraucht wird. Denn jede Glasfaser kann hunderttausende Signale gleichzeitig transportieren und die Datenmengen wachsen unaufhörlich. Moderne Technik, fußend auf der Forschung von Alexander Graham Bell. 1873 ist die Mehrfachübertragung noch eine Vision. Und Bell leidet immer noch unter Geldnot. Da kommt es zu einer schicksalhaften Begegnung. Der reiche Anwalt und Finanzier Gardiner Hubbard hat von Bells beeindruckenden Erfolgen als Taubstummenlehrer gehört. Jeder in Boston kennt Hubbard, führt dieser doch einen unerbittlichen Feldzug gegen das Monopol der Western Union. Hubbard bittet Bell, seine taubstumme Tochter Mabel zu unterrichten. Der Taubstummenlehrer verliebt sich auf den ersten Blick in die junge Frau. Doch sie scheint unerreichbar. Sie stammt aus bestem Hause und Bell besitzt bisher nicht einen Dollar. Schließlich trieb seine Liebe zu Mabel seinen Willen stark an, erfolgreich zu sein und etwas aus seinem Leben zu machen. Im Sommer 1874 reist Bell zu seinen Eltern. Er will neue Kräfte im Wettlauf gegen Gray sammeln. Dort hat er plötzlich einen Einfall, der ihn sein Leben lang nicht mehr loslassen sollte. Sofort beginnt er in der Scheune seiner Eltern zu experimentieren. Wenn man Morsezeichen durch einen Draht schicken kann, warum dann nicht auch direkt die menschliche Stimme? Dazu müsste es ihm aber zuerst gelingen, Sprache in elektrische Impulse zu verwandeln. Doch auf dem Hof der Eltern gibt es keinen Strom. Da ersinnt Bell einen abenteuerlichen Versuch. Ein befreundeter Arzt hat ihm das Ohr eines Toten geschickt.
Vorsichtig hat Bell einen Stift am Trommelfell befestigt, dessen Spitze auf eine geschwärzte Glasplatte trifft. Vielleicht kann ein Wort, können Schallwellen stark genug sein, um den Stift in Schwingung zu bringen und ein Muster auf die Glasplatte zu zeichnen. Tatsächlich. Langsam beginnt der Stift auszuschlagen. Bell ist es wirklich gelungen, Sprache in eine andere Form zu übertragen. Aber was mit diesem Wellenmuster anzufangen ist, bleibt ihm schleierhaft. Erst sehr viel später entdeckten Kriminologen Verblüffendes. Bells Wellenmuster kann zur Verbrechensbekämpfung eingesetzt werden. Ein Sonderauftrag erreicht die Sprachanalytiker beim BKA in Wiesbaden. Ein Anrufer bedroht seit Tagen einen großen deutschen Flughafen. Eine Sprachdatei ist das Einzige, was den Experten zur Verfügung steht. Bereits einmal musste aufgrund des Anrufers der Flughafen geschlossen werden. Für die Flugsicherung ein Super-GAU. Es gilt, den Erpresser so schnell wie möglich dingfest zu machen. Sehr deutlich apikal vibrant ist. Die Spezialisten sezieren akribisch jedes Wort. Schon ein einziger Satz genügt, um Aussagen über Herkunft und Bildung des Anrufers zu treffen. Wichtige Indizien, die Tage später zur Festnahme des Täters führen. Im Jahre 1874 legt Bell das erste Wellenmuster der Geschichte zur Seite. Es kommt ihm unnütz vor. Erfolg verspricht er sich nur durch die Weiterentwicklung der Telegrafie. Da kommt ihm der Zufall zu Hilfe. Hubbard wird eines Tages aufmerksam, als Bell Mabel seine Idee der Mehrfachtelegrafie verdeutlicht. Was macht ihr da? Reden Sie von Mehrfachtelegrafie? Ja, wie jeder Ton einer Melodie soll jeder Nachrichtenkanal unverwechselbar sein, wie der Klang einer einzelnen Klavierseite. Und wie beim Klavierspiel will Bell Dutzende Töne gleichzeitig verschicken. Hubbard wird sofort hellwach. Bitte sehr. Dies könnte der Schlüssel sein, um endlich das Monopol der Western Union zu brechen. Und das wäre es durchaus wert, Bells Forschung finanziell zu unterstützen. Bitte genauer. Es ist so. Hubbard beginnt, auf einmal diesen ängstlichen und energiegeladenen jungen Mann in einem völlig neuen Licht zu sehen. Bisher war er nur einer von vielen Bewerbern um die Hand seiner Tochter. Aber jetzt könnte er helfen, die Gesellschaft zu verändern. Und Hubbard bei seinen Problemen mit der monopolartigen Stellung der Western Union in Amerika zu unterstützen. Vielleicht war diese Erfindung die Antwort, nach der Hubbard immer gesucht hatte. Doch für Bell und Hubbard scheint bereits alles verloren, bevor es begonnen hat. 1874 lädt Gray in Chicago die Journalisten aller großen Zeitungen des Landes in sein Labor ein. Siegessicher verkündet er, ihm sei es gelungen, 8 Nachrichten gleichzeitig zu verschicken. Gray fordert die Reporter auf, sich selbst als Telegrafisten zu versuchen. Die Zeitungsleute sind beeindruckt. Alle berichten danach enthusiastisch, Gray und seine Maschine würden die Telegrafie von Grund auf revolutionieren. Als Hubbard und Bell davon erfahren, reichen sie beim Patentamt in Washington eilig Bells Unterlagen ein. Als der Beamte aber Bells Antrag bearbeitet, stutzt er. Hat er nicht vor wenigen Tagen eine ähnliche Akte auf seinem Schreibtisch? Für die Vergabe des Patents zählt nicht das Abgabedatum, sondern wer zuerst die Idee hatte. Und Gray hatte einen Antrag eingereicht, der zu Bells Papier identisch war. Schnellstens reist Bell nach New York, als er von der unsicheren Patentsituation hört. Sein Ziel? Das Headquarter der Western Union. Vielleicht stößt dort sein Wissen auch ohne gültiges Patent auf Interesse. Hubbard hat Bell eindringlich gewarnt. Die Western Union werde ihn, den kleinen Erfinder, nur betrügen. Doch leichtfertig schlägt Bell Hubbards Rat in den Wind.
Im Büro der Western Union wird er freundlichst empfangen. Die Direktoren und Ingenieure hätten schon viel von ihm gehört und seien begeistert von seiner Maschine. Doch insgeheim haben sie einen anderen Plan. Sie wissen, Bell arbeitet mit Hubbard, ihrem ärgsten Widersacher, zusammen. Niemals werden sie ihm auch nur einen Dollar zahlen. Naiv und vertrauensselig lässt Bell sich aushorchen. Die Western Union bleibt unverbindlich, spielt auf Zeit. In wenigen Stunden werden sie ihm eine eindeutige Absage erteilen. Doch bis dahin haben ihre Ingenieure längst alle Geheimnisse von Bells Gerät entschlüsselt. Und ohne Skrupel stellen sie diese ihrem neuen Partner zur Verfügung, Elisha Gray. Für Gray ist der Wettlauf gegen Bell mittlerweile ein persönlicher Feldzug. Wagt es doch ein Laie, sich mit ihm zu messen. Gray erhält zu jener Zeit auch Zeichnungen eines Apparates, den sein deutscher Erfinder Telefon nennt und der Sprache übertragen soll. Doch Gray legt die Skizzen einfach zur Seite, betrachtet das Telefon, wie schon sein Erfinder Philipp Reis, lediglich als Spielerei. Ein großer Fehler. Mehr als 130 Jahre später. Das Archiv der Museumsstiftung für Post und Telekommunikation bei Frankfurt. Mit über 300.000 Sammlerstücken das Gedächtnis der Geschichte der Nachrichtenübermittlung. Hier wird noch eines der seltenen Telefone von Philipp Reis aufbewahrt. Weltweit existieren nur noch ein halbes Dutzend. Ihr Wert unschätzbar. Auf dem freien Markt unverkäuflich. Die Funktionsweise ist einfach. Gesprochen wird in ein Mundstück. Die Schallwellen bringen eine Membran aus Schweinedarm zur Schwingung, das Herzstück von Reis' Telefon. Diese Membran ist an einen Stromkreislauf angeschlossen. Seine Stärke wird durch die Vibration der Membran verändert. Am Empfänger bringt eine Nähnadel, die mit einer Spule umwickelt ist, einen Resonanzkörper wieder zum Schwingen. Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Dies soll der erste übertragene Satz des Telefons von Reis gewesen sein. Eine Behauptung, die in der Fachwelt kontrovers diskutiert wird. Es gibt überhaupt gar keinen Beleg dafür, dass das sogenannte Telefon von Reis in der Lage war, kontinuierlich unverständlich Sprache zu übertragen. Belegt ist, dass sich damit bestimmte Tonhöhen, auch bestimmte Musikinstrumente übertragen lassen. Was für Reis wohl eine technische Sackgasse war, sollte für Bell zu einem mächtigen Instrument im Kampf gegen die Western Union werden. Bell hat inzwischen den Techniker Thomas Watson eingestellt. Mit ihm will er seine Mehrfachtelegrafie verbessern und den Patentstreit gegen Gray für sich entscheiden. Aber ständig treten Störungen auf. Wieder einmal muss der Stromkreislauf abgestellt werden. Bell ist verzweifelt. Wird er sein Ziel denn nie erreichen? Da vernimmt er plötzlich aus dem Empfänger ein eigentümliches Geräusch. Watson hat mit dem Finger gegen ein verklemmtes Metallblatt getippt und dabei einen eigenen elektrischen Impuls erzeugt. Bell erkennt sofort die Tragweite. Wenn Geräusche ein elektrisches Signal erzeugen können, dann muss das auch mit Sprache möglich sein. Es ist der Beginn einer neuen Ära des Datentransports. Heute verdoppelt sich das Datenvolumen innerhalb weniger Jahre. Doch wie kann man diese Datenmassen sicher weiterleiten? Ein ganz besonderer Test wird im Bell-Labor vorbereitet. Die Forscher wollen wissen, wie hoch lässt sich das Mobilfunknetz belasten, bis es zusammenbricht. Denn fällt ein Netz aus, bedeutet dies Chaos. Jetzt wollen die Forscher die Grenzen des Systems ausloten. Das Handynetz einer Großstadt wurde extra für diesen Versuch nachgebaut. Zahllose Handys befeuern die Anlage mit ihren Anrufen. Ein Computer vervielfacht die Signale. Den Ingenieuren wird dieser Test wertvolle Informationen für die Weiterentwicklung von Hard- und Software geben. Gespannt verfolgen die Forscher den Testablauf am Bildschirm. Noch leitet das Netz alle Telefonate weiter. Die Anzahl der Anrufe wird noch einmal gesteigert.
Und dann passiert es. Bei 230.000 Sprach- und Datenverbindungen ist die Belastung zu groß. Das Netz bricht zusammen. Netzblackouts können wie Stromausfälle ganze Regionen lahmlegen. So groß ist die Abhängigkeit von dieser Technologie geworden. 1875 hat Bell nach seiner spektakulären Entdeckung in nur einer Woche sein erstes Telefon gebaut. Jetzt will er seinen Gönner mit einer Demonstration von seinem neuartigen Gerät überzeugen. So, bitte halten Sie einmal den Hörer an Ihr Ohr. Danke. Wie bei Rice werden aber nur einzelne Wortfetzen übertragen. Verständliche Sprache, davon ist Bell noch weit entfernt. Was soll das, Bell? Das nennen Sie Telegrafie? Ich bezahle Sie dafür, einen neuen Telegrafen zu entwickeln, kein Spielzeug. Aber mit diesem Gerät könnte man doch Stimmen übertragen. Aber... Bitte verschonen Sie mich. Mr. Hubbard, hören Sie. Hören Sie zu, Mr. Bell. Ich baue einen neuen. Ich bin es nicht gewohnt, Geld zum Fenster rauszuschmeißen. Ich möchte, dass das Telegrafie-Projekt zu Ende geführt wird. Wie vereinbart. Und wenn Sie damit keinen Erfolg haben, dann können Sie sich die Ehe mit meiner Tochter aus dem Kopf schlagen. Bell stürzt in das Dilemma seines Lebens. Die Library of Congress. Vor 200 Jahren gegründet, ist sie heute die größte Bibliothek der Welt. In den Archiven liegen Millionen unersetzlicher Schriftstücke in 460 Sprachen, unzählige Film- und Tondokumente, das Mekka für Wissenschaftler aus der ganzen Welt. Und dort liegt auch ein ganz besonderer Schatz verborgen, die Tagebücher des Alexander Graham Bell. In diesen Kladden hat er akribisch seine Experimente dokumentiert. Hier könnte sich ein Hinweis darauf finden lassen, welche Entscheidung Bell damals getroffen hat. Die Aufzeichnungen enthüllen, Bells Liebe zu Mabel ließ ihn an der Telegrafie weiterarbeiten. Aber an 3 Tagen in der Woche sind die Seiten voll mit Anmerkungen über Telefonexperimente. Bell war nicht bereit, seine andere Leidenschaft ganz aufzugeben. Hier findet sich auch eine wegweisende Zeichnung. Sie zeigt, wie Bell das Problem der Sprachübertragung lösen wollte. Die Schallwellen der Stimme versetzen eine Membran in Schwingung und drücken ein Metallblatt mehr oder weniger tief in eine Magnetspule. Ein Strom mit feinen Schwankungen wird übertragen, beim Empfänger wieder an eine Membran abgegeben und hörbar gemacht. So zumindest Bells Theorie. 1875 arbeitet Bell rastlos jede Nacht daran, seine Vision in die Realität umzusetzen. Seine Vermieterin verspottet ihn schon als Nachteule. Mehr als 3 Stunden Schlaf gönnt er sich nicht. Aber Bell ist sich absolut sicher, er ist auf dem richtigen Weg. Bell erzählte eines Abends anderen Bewohnern der kleinen Pension, in der er wohnte, von seinem Plan, die Stimme durch einen Draht zu übertragen. Und während er erklärte, sah er im Augenwinkel, dass ihm einer den Vogel zeigte. Sie hielten ihn für etwas sonderbar. Aus dem Patentamt in Washington erfährt Hubbard auf einmal etwas Beunruhigendes. Befreundete Anwälte berichten von besonders hartnäckigen und intensiven Nachforschungen. Irgendjemand wolle um jeden Preis herausfinden, ob ein gültiges Patent auf ein Telefon existiere. Es seien sogar Fremde in Bells Labor gewesen und hätten sich Notizen über seine Apparatur gemacht. Hat Hubbard die Bedeutung von Bells Erfindung unterschätzt? Doch wer hinter so etwas stecken könnte, das lässt sich für Hubbard nur erahnen. Ich habe einen Spezialauftrag für Sie. Alle anderen Projekte... Kurze Zeit darauf in Chicago. Das neue Projekt hat Vorrang. Ich möchte, dass Sie so schnell wie möglich ein Gerät erfinden, das Sprache übertragen kann. Ein Telefon. Ein Telefon? Aber wie soll das funktionieren? Sie wollen Sprache durch einen Draht übertragen. Das ist doch unmöglich. Nichts ist unmöglich. Wir konzentrieren uns nur auf diese Entwicklung und werden das Projekt mit vereinten Kräften... Die Ingenieure müssen bei Null anfangen. Sie sind aber überzeugt, bald werden sie Bell in die Schranken weisen. Da entschließt sich Hubbard zum raschen Handeln.
Ohne Bell vorher noch informieren zu können, reicht er dessen Telefon zum Patent ein. Ein Glücksfall, wie sich herausstellen sollte. Denn am selben Tag erscheint Gray. Zwei Einreichungen innerhalb weniger Stunden auf die gleiche Erfindung. Der Patentbeamte ist überrascht. Das hat es noch nie gegeben. Und existiert nicht schon seit vielen Jahren ein Patent auf ein Telefon? Der Beamte findet die gesuchte Akte eines Italieners namens Antonio Meucci. Im New Yorker Little Italy lebt zu der Zeit der arme Bühnenbauer und Erfinder Antonio Meucci. Er wollte aus seiner Werkstatt im Erdgeschoss mit seiner bettlägerigen Frau im dritten Stock sprechen und entwickelte 1854 ein Gerät, das er Teletrofono nannte. Bis ins Jahr 1874 lässt er seine Idee schützen. Dann läuft der Patentvorantrag aus. Aber sein Gerät sollte die Nachwelt noch lange beschäftigen. Da Meuccis Anspruch verfallen ist, steht einer neuen Patentvergabe an Bell oder Gray nichts im Wege. Aber wer von beiden wird das Patent bekommen? Jeder weiß, dass Bell und Gray ihre Erfindungen am selben Tag zum Patentbüro brachten. Das ist eine der berühmtesten Tatsachen. Aber es ist vollkommen bedeutungslos, weil Gray einen Patentvorantrag einreichte, der besagt, ich möchte etwas erfinden, während Bell einen Entwurf hatte. Am Nachmittag seines 29. Geburtstages, am 3. März 1876, erreicht Bell das schönste Geschenk seines Lebens, die lang ersehnte Nachricht, dass ihm das Patent auf sein Telefon zugesprochen wird. Aber solange das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, ist das Patent nur ein wertloses Stück Papier. Wieder einmal bereiten Bell und Watson einen der zahllosen Tests vor. Wenn ihnen nicht bald der Durchbruch gelingt, sieht es schlecht aus. Watson setzt sich an den Empfänger, und Bell spricht im benachbarten Raum in den Sender. Mr. Watson, kommen Sie her. Ich möchte Sie sehen. Aber nichts geschieht. Mr. Watson, kommen Sie her. Ich möchte Sie sehen. Offenbar wieder ein Fehlschlag. Endlose Sekunden des Wartens vergehen. Dann kommt Watson herein. Hat er den Satz gehört? Tatsächlich. Ihm ist soeben, am 10. März 1876, das erste Telefonat der Weltgeschichte gelungen. Wählt heute jemand, zum Beispiel in New York, eine Handynummer in Tokio, wird zuerst geprüft, ob das Mobiltelefon dort erreichbar ist. Das Signal wird im Knotenpunkt New York in das globale Netz eingespeist, rast über den amerikanischen Kontinent und durch Seekabel auf dem Grund des Pazifiks nach Fernost. Allein im Pazifik sind mehr als ein Dutzend Hightech-Seekabel verlegt. Und immer wieder kommt ein neues hinzu. 1000 Gigabyte pro Sekunde können gleichzeitig durch ein solches Kabel übertragen werden. So viel wie etwa 62 Millionen Telefonate zusammen. Es sind nicht Satelliten, sondern weltumspannende Glasfaserkabel, die das Rückgrat unserer Kommunikation bilden. Durch sie erreicht die Anfrage aus New York den Handy-Teilnehmer in Tokio. Ist dort das Handy eingeschaltet, tritt die Bestätigung den Rückweg an. Erst dann wird die Sprachverbindung aus New York hergestellt. Der ganze Vorgang dauert nur Millisekunden. Jede Sekunde werden so weltweit 10 Millionen Verbindungen gleichzeitig hergestellt. Und das in einer solchen Tonqualität, als säße der Teilnehmer im Nebenraum. Im Labor eines weltweit führenden Mikrofonherstellers in Berlin bereiten die Forscher einen spannenden Test vor. Ein 130 Jahre altes Bell-Telefon soll reaktiviert und seine Sprachqualität mit modernen Mobiltelefonen verglichen werden. Der ursprüngliche Magnet hat seine Kraft verloren. Neue Magnete sollen den Urahn aller heutigen Telefone wieder zum Leben erwecken. Sollte das Gerät überhaupt noch funktionieren, wäre schon das eine Sensation.
Dann der schalldichte Raum. Normalerweise werden hier Hightech-Mikrofone untersucht. Gegen ein modernes Telefon, da sind sich die Forscher einig, kann das Bell-Gerät unmöglich bestehen. Noch einmal genau vor den Lautsprecher ausrichten, dann kann der Test beginnen. Was überträgt das Gerät überhaupt noch, ist die entscheidende Frage. Zuerst bleibt das Bell-Telefon stumm, aber dann passiert es. Jetzt kommt auch echtes Signal. Ja, jetzt sieht's gut aus. Ja. Bells Telefon funktioniert tatsächlich noch. Und das nach über 130 Jahren. Ein beeindruckender erster Erfolg des Experiments. 1000 Hertz. Aber wie gut ist die Übertragung im Vergleich zu einem modernen Telefon? Den Forschern offenbart sich Unglaubliches. So, jetzt haben wir hier im Hauptsprachbereich zeigt die blaue Kurve des Bell-Geräts sogar eine bessere Qualität als die rote Kurve eines modernen Telefons. Sehr hoch, sehr gut übertragen. Das war wirklich eine Sensation. Wir mussten natürlich ein bisschen nachhelfen. Wir haben ein bisschen geputzt, wir haben geschirmt, wir haben uralte Kontakte wieder lebendig gemacht. Aber ein Ergebnis, das für die Übertragung eines Telefons sensationell ist und sehr gute Ergebnisse liefert. Eigentlich in einem schmalen Bereich sogar bessere als eines modernen Mikrofons. 1876 in Philadelphia. Die USA feiern ihr 100-jähriges Bestehen mit einer gigantischen Weltausstellung. Es wäre die ideale Bühne für Bell, um seine Erfindung der Öffentlichkeit zu präsentieren. 9 Millionen Zuschauer aus allen Ländern werden erwartet. Eine der größten Attraktionen? Ein Arm der Freiheitsstatue, die gerade in New York errichtet wird. Aber Bell will nicht teilnehmen, fürchtet, dass sein Telefon lächerlich wird neben all den gigantischen Objekten. Mabel berichtet, eine Jury werde die nützlichste Erfindung mit einer Medaille ehren. Doch Bell weigert sich hartnäckig. Da macht Mabel mit Vehemenz deutlich, wie wichtig für sie alle und für ihn selbst die Teilnahme an der Weltausstellung sei. Als die Jury den Gewinner der begehrten Medaille auswählen will, ist die Ausstellung für die Öffentlichkeit geschlossen. Favorit ist Bells ewiger Rivale, Elisha Gray. Als er dem brasilianischen Kaiser vorgestellt wird, ist er schon siegessicher. Bell hatte den Kaiser kürzlich kennengelernt, aber der hat jetzt, wie seine Kollegen, nur Augen für Grays beeindruckende Vorführung. Als die Jury bereits die Halle verlassen will, ohne einen Blick auf sein Telefon zu werfen, scheint alles verloren. Doch da erkennt der Kaiser auf einmal Bell. Der hatte ihn vor kurzem beim Besuch einer Taubstummenschule sehr beeindruckt. Eine schicksalhafte Fügung. Eure Hoheit, wo bleiben Sie denn? Wir warten. Ah, Mr. Bell hat etwas Interessantes. Was kann denn dieser Kasten? Er kann Sprache übertragen. Sprache übertragen? Wie soll das denn funktionieren? Halten Sie bitte den Hörer an Ihr Ohr, dann kann ich es Ihnen vorführen. Einen Moment. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Es funktioniert. Unglaublich. Wirklich, Hoheit, bitte hören Sie. Sein oder nicht sein? Ich kann ihn hören. Das ist wirklich fantastisch. Sie haben ihn wirklich gehört. Das Urteil der Jury ist einstimmig. Niemand anderer als Bell darf die Medaille erhalten. Er bekam eine ungeheure Aufmerksamkeit in der Presse. Er war mit einem Male von dem armen Erfinder, den kein Mensch kannte, zu einer nationweit, vielleicht sogar weltweit bekannten Persönlichkeit geworden. Die Presse feiert Bells Erfindung frenetisch. Aber plötzlich tauchen auch kritische Artikel auf. Die Western Union lanciert Gerüchte, das Telefon würde krank machen. Und vor allem, es sei ein Spion, der alles Gesprochene an Dritte weiterleite. Für Bell ein absurder Vorwurf. Damals ein Schreckgespenst, ist es heute Realität. In Manwith Hill in England steht eine der größten Abhörstationen. Eine von vermutlich über 120, die zum weltweiten Abhörnetz Echelon gezählt werden. Das System soll dem Schutz vor Terroranschlägen dienen. Es ist darauf programmiert, bestimmte Zieladressen, Wörter
oder sogar Stimmen zu erkennen. Einige der leistungsstärksten Rechner der Welt werten nach diesen Kriterien in Millisekunden die eingefangenen Signale des globalen Funkverkehrs aus. An solche Folgen konnte Bell seinerzeit im Traum nicht denken. Allein im Hauptquartier der Nationalen Sicherheitsbehörde nahe Washington sind heute über 28.000 Mitarbeiter mit Abhöraufgaben beschäftigt. Bell ist zu einer Werbekampagne durchs ganze Land aufgebrochen, hält Vorträge und führt seine Erfindung vor. Wo er auch auftritt, die Zuschauer sind fasziniert. Und jedes Mal erntet Bell tosenden Applaus. Nach der Fachwelt ist nun auch der Mann von der Straße begeistert. Am Anfang dachte er, so würde er seinen Lebensunterhalt verdienen. Durchs Land ziehen, das Telefon vorführen und Eintrittsgelder kassieren. Mit seinen ersten Einnahmen ging er sofort zu einem Juwelier und ließ ein silbernes Modell seines Telefons herstellen, das er Mabel schenkte. Später hat sie gesagt, das sei das Wertvollste, was sie besäße. Endlich darf Bell seine geliebte Mabel heiraten. Obwohl er sein Telegrafieprojekt nie vollendet hat, willigt Hubbard angesichts seines Erfolgs ein. Die Nachfrage nach seinen Telefonen ist gigantisch. Aber kaufen kann man die Geräte nicht, nur mieten. So behält die von Bell und Hubbard gegründete Firma die Kontrolle über das Telefongeschäft und es sprudeln regelmäßige Einkünfte in ihre Kasse. Die einst übervollen Telegrafenbüros spüren die neue Konkurrenz. Viele Telegrafisten fürchten, arbeitslos zu werden. Die Western Union muss unbedingt handeln. Jetzt geht es um ihre Existenz. Elisha Gray hat die Niederlage auf der Jahrhundertausstellung noch lange nicht verwunden. Gemeinsam mit der Western Union sucht er nach einem Weg, das lukrative Telefongeschäft an sich zu reißen. Sie entwickeln einen hinterlistigen Plan. Kurzerhand gründen sie eine eigene Telefongesellschaft. Bereits wenige Tage später werden die ersten Geräte der Western Union landesweit verkauft. Dass Bell das Telefonpatent besitzt, stört Gray nicht. Kaltblütig behaupten er und die Western Union, Bell habe das Wissen von Gray gestohlen. Wir denken heute bei dem Namen Bell an einen großen Monopolisten. Aber damals war es wie David gegen Goliath. Die Bell Company war nur ein winzig kleines Unternehmen, während die Western Union eine riesige Belegschaft und eine gigantische Infrastruktur besaß. Allein das Kupfer für die vielen neuen Drahtverbindungen zu kaufen, war unglaublich kostspielig. Letztlich konnte die Western Union Bell sehr schnell an die Wand drücken. Bell zieht vor Gericht, aber er scheint den Prozess zu verlieren. Alles hängt jetzt davon ab, ob man seiner bevorstehenden Aussage glaubt. Die Anwälte der Western Union haben sich gut vorbereitet. Sie wissen, Bell hat außer seinem Wort keine Beweise für seine Geschichte. Dann beginnt das Verhör. 7 Stunden lang muss Bell Rede und Antwort stehen, muss Schmähungen und den Vorwurf des Diebstahls über sich ergehen lassen. Der Anwalt der Western Union bezeichnet Bells Geschichte als ein schönes Märchen, fern jeder Realität. Doch Bell hat mit diesem Argument gerechnet. Er hat seine Tagebücher und Briefe an Freunde mitgebracht. Die schriftlichen Beweise, die heute in der Library of Congress liegen und in denen die Entwicklung seiner Erfindung akribisch dokumentiert ist. Sie haben gut 1 bis 2 Jahre gebraucht, um das ganze Material zusammenzustellen. Als die Western Union es dann zu Gesicht bekam, wollte sie das Verfahren lieber nicht fortsetzen und sie einigten sich außergerichtlich. Das amerikanische Repräsentantenhaus ehrt Antonio Meucci im Jahre 2002 für die Entwicklung eines Telefons. Unbestreitbar hat Bell jedoch dem Telefon zu seinem revolutionären Durchbruch verholfen. Nachdem die Western Union sich aus dem Telefongeschäft zurückziehen musste, ist es allein die Bell Company, die den Siegeszug des Telefons vorantreibt und kontrolliert.
Das Telefon hebt den Raum auf, lässt die Menschen näher zusammenrücken. Es ist der Einstieg in unser Zeitalter der allumfassenden Globalisierung. Bell nahm von dieser Entwicklung nur noch wenig Notiz. Er kehrte schnell dem Telefon den Rücken zu. Schon 1879 schied er aus der Bell Company aus. Die Geschichte wird immer wieder erzählt. Bell habe das Telefon gehasst, was ich nicht glaube, denn er war ungemein stolz auf sein Baby, auch wenn er es nicht in seinem Büro haben wollte. Denn er mochte keine Unterbrechung, wenn er arbeitete. Bell zieht sich ins abgeschiedene Kanada an die Atlantikküste zurück und widmet sich neuen Projekten. Er versucht, mit Lenkdrachen den Himmel zu erobern und wird zu einem vergessenen Pionier der Luftfahrt. Auch zu Wasser erprobt er neuartige Fahrzeuge, lässt erste Tragflächenboote bauen. Mit 110 Stundenkilometern rasen sie über den See vor seinem Haus, sind die schnellsten Wasserfahrzeuge der damaligen Zeit. Bis zu seinem Tod im Jahr 1922 lässt ihn die Erfinderleidenschaft nicht los. Bell empfand sie immer als ein Fenster zu einer besseren Zukunft. Doch gegen Ende bedauerte er es zutiefst, nie ein Gerät erfunden zu haben, das Taubstummen wirklich die Verständigung erleichtert. Das Bell-Museum in Sichtweite seines Landsitzes in Bedeck. Hier wird das Andenken an seine zahlreichen Erfindungen bewahrt. Und hier könnte ein abgeschlossenes Pilotprojekt zur Lösung von Bells letztem, unvollendetem Lebenstraum führen. Die Erklärungen der Kuratorin werden per Funkwellen übertragen und für taubstumme Besucher simultan in Schrift übersetzt. Eine Lösung mithilfe der Telekommunikation, die Bell selber nie gefunden hat. Bell ging in die Geschichte ein als der Erfinder des Telefons. Seinen einfachen Geräten ist ein weltumspannendes Kommunikationsnetz gefolgt, mit dem man jeden Winkel unseres Planeten erreicht und in dem Töne, Sprache und auch Bilder in Millisekunden um den Globus rasen. Heute gibt es weltweit mehr Telefone als Menschen. Und am Anfang stand Bell mit seiner Vision von einer besseren Verständigung.